Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin Edition. Ja genau, ich habe ein bisschen aus gönnenden Pokémon trainiert auf Level 46 und 47. Immer dann so ungefähr. Wie es halt zur aktuellen Situation passt, sollte normalerweise sein. Ne? Wir waren jetzt dabei, Alter, ich komme gerade beim Reden wie selbst voll leise vor. Aber es liegt daran, weil ich zu Nase und zu Ohren habe. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Wir sollten Volkner zurück in die Arena holen. Genau. Das können wir hier machen. Mit dem Fahrstuhl fahren. Oh shit. Wir haben ihn ja. Du bist also der neueste Herausforderer der Arena von Sonnenweg. Also gut, meine Entscheidung ist gefallen. Wenn du zu schwach bist, suche ich die Herausforderung in der Pokémon-Liga. Die Arena habe ich fast fertig renoviert, also hält mich hier nichts mehr. Vor allem will ich Kämpfer austragen, die mich wieder fordern. Als härtester Arena-Leiter in Sinnoh werde ich mein ganzes Arsenal an Pokémon gegen dich schicken. Sexy. Da haben wir sie. Die Pokémon-Liga. Okay. Da sind wir auch bald. Da fehlt die coole Fahrschulmusik. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Und hier unten holen wir uns noch den. Ich muss gehen, oh Scheiße. Donnerstein ab, so. Ich wusste, dass es ein Donnerstein ist, nur ich konnte nicht sagen, weil ich gehen musste. Das ist der Fels, der beim Faxo-Fels, oder? Dieser riesige Fels, ist das nicht ein Pokémon? Beim Faxo oder Relaxo? Ich glaube Relaxo. Hey du da, er ist endlich zurück. Außerdem scheint er motivierter zu sein als sonst. Vermutlich hat er schon bemerkt, wie hart es mit dir sein wird. Ich wette, er kann es kaum erwarten, gegen dich anzutreten. Denk daran, was du tun hast. Heißsporn. In der Hitze des Gefechts springt der Funke des der Kampflust auf ihn über. Na dann los, Heißsporn, ich warte auf dich in der Pokémon-Liga. Die Arena ist ganz interessant. Nur nervig ist, wenn du dann in der Pokémon heilen gehst, musst du komplett wieder zurück und das alles nochmal neu machen. Musst du in der 7. Arena auch, ob trotzdem. Naja, hab gut trainiert. Er kann einfach super zahn. Was ein Reisel. Der Tüllewichser. Ach komm, so ein Schaufler sollte doch gegen so einen Pachirazor ausreichen. Die Zahnräder drehen sich. Ist mir Schnuppe. Ah, da haben wir noch einen Trainer. Der wird easy. Easy, ne? Nix gegen Rufi. Ich weiß aber, dass das Elevoltec von Volkner Eishieb kann. Das ist ein bisschen traurig. Geht direkt. Eats. Du bist ganz schön stark, ich weiß, ich weiß. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich habe ein Fenster gelaufen, merke ich gerade. Oh shit. Ist nicht so gut, wenn das auf ist. Ah, Gott. Wir haben 12 irgendwas.
Und ich bin erstmal anders schon aufgestanden. Ich hatte im Urlaub. Luxio. Ja, egal. Dragon Claw. Ja, es ist ein easy game. Nee, ich weiß natürlich gar nicht, über was ich reden soll. Das ist gerade ein kleines Problem bei mir. Was passiert denn so in der Welt? In der Welt passiert immer nur das Übliche. Darüber möchte ich nicht reden. Das würde zu ausschweifend werden. Wie sieht's denn aus? Jetzt kommt ja bald Pokémon Sonne und Mond raus, ne? Ja, ne? Das war's auch schon wieder. Mehr weiß ich darüber nicht. Nee. Den Trainer will ich auslesen. Lauf's lassen, der Pikachu, das nervt. Okay, Leute, ich gehe ihn dann machen. Ihr habt recht. Ich mache jeden Trainer. Every Trainer of the World, man. Schaufler. Oh, er kann ruckzuck. Raichu sieht so fett aus. Level up. Warum kannst du Level 49 sein, Ruffy? Dann wärst du jetzt ein Knackrack. Dann würdest du mir echt weiterhelfen. Verdammt weiterhelfen sogar. Aber nee. Du musst ja unbedingt noch ein Knacksel sein. Idiot. Level 47. Ah, alles klar. Ruffy krebt sich ein. Sorry, ich bin aber irgendwie brutal müde. Easy. Hedwig setzt Raichu ein. Ja, ich kann ja nur drin bleiben. Ich hab nichts anderes gegen Elektro. Meine AP sind auch gleich am Arsch. Oh shit. Predicted over 9000. Warum kann das Pikachu. Das Raichu Schaufler. Kannst du mir das mal erklären, Ast-Trainer? Soll das mal erklären, Idiot? Trottel? Ja, meine Kraft ist echt beeindruckend. Er hat sich schon ein bisschen recht. Er hatte keine Chance. Es war doch echt einfach. Easy, Drachenklaue. Ja, war doch recht aus. Naja, will ich nicht wechseln. Und Drachenklaue. Easy gedreckt.
Gitarrist Felix. Gab's nicht mal früher so einen Hasen, der Felix hieß? Oder bin ich da jetzt komplett falsch? Verpiss dich jetzt wirklich, fliegt die ganze so eine Mücke rum. Die nervt mich. Brutal sogar, wenn ich ehrlich bin. Der ist jetzt nicht lustig, ich werde dich jetzt auch klatschen, weil du auch keine Chance gegen mich hast, weil ich der beste Around bin. Das ist Electric. Geil. Ich will auch eine Electric. Electric! Oh, das Ding hat Ice Trap. Holy shit. Mami, 2 KP. Tja, dachtest du wohl, dass ich irgendwas anderes einsetze, oder? Toll, Magneton. Ich versuch's mit Hukong. Hukong. Machen wir jetzt einen schnieken Nahkampf. Bäm, 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 bäm. Jawohl! Panda, 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 Panda. Oh shit. Will und den Pikachu-Trainer machen, haben wir irgendwie noch ein Hype-Trank. Oh, das war auch immer so schnell, warum das denn, ne? Mann, die Weiler. Haben wir noch einen Sonderbonbon, dass sich in den Rachen stopfen kann, dass er sich dann entwickelt. Die ich nichts wissen. Pikachu in dem Spiel. Ich wette, ich bekomme Statik. Es ist so jetzt los. Bäm, aber es soll jetzt reichen. Zählt einfach noch 2 Pikachus, ne? Ich hab das Gefühl, die will mir auf den Sack gehen. Mann, warum setzt du Auflegung ein, Mann? Was ist mit dir falsch? Lichtschild ein. Wie blöd bist du eigentlich? Wie blöd bist du eigentlich? Ich setze halt 3 Pikachu selber Attacke ein, du siehst das Lichtschild ein. Oh mein Gott. Sie ist so schlecht. Lol, Level 48. Ach, geil. Jawohl. Oh, ich muss den Rahmen aktualisieren. Oh, das darf ich nicht vergessen. Das darf ich nicht vergessen. Jawohl, geil. Knirscher. Ah. Na komm, machen wir mal.
Dunkelklaue weg. Oh, geil. Zack, zack, zack. Das werden wir hier mit Speedrushen, ohne Scheiß. Das lasse ich mir nicht bieten. Und wir gehen um das Speed wenden. Ich habe jetzt noch wenigstens vor, die Arena zu machen heute. Das fühle ich mich so, als hätte ich nichts geschafft. Das will ich nicht. Wofür gibt es ja die Speed-Taste, um wieder zum Arena dazu kommen, ne? Oh. Auch wenn das ein bisschen schwer ist. Scheiße. Ich bin schon einmal zu oft drauf getreten. Und zack. Okay, den machen wir jetzt noch. Sollte alles weitestgehend passen. Nun denn, Herausforderer. Es gibt nicht viele Trainer, die es schaffen, mich herauszufordern. Und die meisten hatten nicht den Hauch einer Chance. Ich kann nicht mal schwitzen. Ich bin Arenaleiter Volkner. Man sagt, ich wäre der beste Arenaleiter in ganz Sinnoh. Aber genug, lass uns die Sache einfach hinter uns bringen. Hoffentlich bist du ein Trainer, der sich eines Duells mit mir als würdigerweise. Jetzt krieg ich auch noch ein Schluck auf, Mann! Was ist Ich glaube, der ist schon weg. Geilo. Jetzt kommt es erstmal. Knackrack. Sexy Sau. Wieso kannst du Eisenschweif? Und wieso setzt Eisenschweif ein? Das ist die viel größere Frage, ne? Ich muss erstmal schauen, dass ich diesen Elevoltec Schaden reindrücken kann. Weil sonst bin ich am Arsch. Alles den kann auf. Ich bin mir fast sicher, dass es Eishieb kann. Das kann nämlich die Hiebe, glaube ich. Nee, da bleib ich auch drin gegen Luxtra. Ey, das ist deine Folge, Ruffy. Ich glaube, ich habe noch kein anderes Pokémon eingesetzt. Alter, verpiss dich jetzt, Mücke! Ich stink doch gar nicht. Oder? Oder? Natürlich überlegt Luxra das so. Dumme Wichser. Toll. Ach, Scheiße! Okay, das Hypertrag einsetzt, habe ich jetzt gewusst, deswegen habe ich auch Nahkampf eingesetzt. Du darfst doch ruhig noch einen Hypertrank auf Flux reinsetzen, wäre mir angenehmer, wenn du mehrere Hypertränke auf. Oder du gehst gleich drauf, ist auch eine Möglichkeit, ne? Okay, okay. Jetzt kommt sein Elevoltec. Das ist tatsächlich nicht allzu geil. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich. Ruffy nochmal geheilt krieg. Warum Top-Leber? Ich wollte einen Leber einsetzen. Er setzt Donnerschlag ein. Okay, okay, okay. Überlebst du das? Komm. Ja, stark, okay. Schon wieder Treppengeländer. Aber du musst dich hier leider opfern in dem Kampf. Klabus, fahr mitten durch die Straße mit 80 Milliarden Dezibel. Ah.
Das große Problem ist, der ist schneller wie ich und der wird mich mit einem Eishieb auch one-hitten. Naja, bleiben ist einfach so üblich aus, das auszuprobieren, ne? Er setzt ruckzuckig ein. Er setzt nochmal ruckzuckig ein. Es war ein One-Hit! Oh shit! Oh shit, Mofoge. Ja, okay. Also ich denke mal nicht, dass Raichu uns jetzt nochmal vor große Probleme stellt. Seine Trumpfkarte ist ein Raichu, wir sind schneller als das, was Raichu auch down. Was willst du denn einsetzen? Ein Fokusstoß. Süß. Aber du bist jetzt down. Du überlegst dann schau auf der fucking Knackrack. Du hast mich besiegt. Dein Wille und der Habe Kampfstil deiner Pokémon. Ich war von diesem Kampf ganz begeistert. Das war ein sehr, sehr guter Kampf. Hehehe. Das war der aufregendste Kampf seit, ich weiß nicht mehr wann. So wie du und dein Team kämpfen. Ihr habt eine abenteuerliche Zukunft vor euch. Ihr könnt es tatsächlich sehr weit bringen. Hier ist dein 8. Orden. Du hast ihn dir redlich verdient. Mit dem Lichtorden kannst du die versteckte Maschine Kaskata verwenden, wenn du nicht kämpfst. Kaskata ist insbesondere der Pokémon-Lehrer von großer Bedeutung. Da dir alle 8 Orden verdient wurden, gehorchen die Pokémon jeglicher Level ohne Ausnahme. Außerdem möchte ich, dass du das hier nicht nimmst. Ladestrahl. Oder? Ja. Er kann die Spezialangriffe und ist spannungsgeladen. Ja, Leute. Da würde ich aber sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, bis dann und ciao.